Grüß dich zum dritten Video von Weil Weib sein fetzt und Mannsbild sein eben auch. Also auch heute habe ich ein Video für dich als Mann, das dir ganz konkret helfen wird, mit deiner Süßen besser klarzukommen, damit es euch beiden besser geht miteinander. Das Thema heute ist Kommunikation, also wie du mit deiner Frau ja gescheiter kommunizieren kannst. Weil, und das ist ja mega spannend, ich habe es im letzten Video schon erwähnt, da ging es um das Thema Zyklus. Schau also unbedingt rein. Ein wirklich revolutionäres Video. Augen öffnend. Da habe ich erzählt, dass wir Frauen zyklische Wesen sind. Du als Mann bist, sehr pauschal gesagt, linear. Also sehr geradlinig. Und wir Frauen sind zyklisch. Wir haben wirklich tatsächlich eine komplett andere Art, um Dinge zu verarbeiten, um auch Dinge auszudrücken. Und das merkst du ja bestimmt auch in der Kommunikation. Das höre ich immer wieder. Das lässt mich auch selber oft zerschellen. Und also ich glaube, das ist Männlein wie Weiblein ganz egal. In dem Moment, wo ja diese beiden Geschlechter aufeinandertreffen und wo natürlich auch, gerade wenn da viel Liebe ist, ist ja da dieser tiefe Wunsch, einander zu verstehen und miteinander zu sein, und gerade da reibt es ja oft. Und genau dafür gibt es heute dieses Video, euch dieses Zusammensein, dieses Zusammenleben zu erleichtern. Ich habe vor einigen Wochen schon eine regelrechte Brandrede gehalten in Form eines Videos. Da ging es um das Thema Partnerschaften, ums Mannsein und ums Frausein. Was mir auch da so am Herzen lag, ist dir zu vermitteln, dass wir im Grunde, egal ob Weib oder Mannsbild, dasselbe wollen vom Leben. Wir haben dieselben Grundbedürfnisse. Wir wollen wo zu Hause sein. Wir wollen auch natürlich ein gewisses Maß an Individualität und Freiheit. Und wir wollen aber auf jeden Fall auch geliebt sein. Das ist, wie gesagt, was einfach zutiefst Menschliches. Das ist geschlechterfrei. Nur warum hackelt es jetzt so oft? Es hackelt so oft, weil wir oftmals unterschiedliche Sprachen sprechen. Wir als Frauen, wir reden sehr oft sehr emotional, also durch Gefühle, mit Gefühlen. Wir drücken uns also blumiger aus oder ja vielleicht auch weniger greifbar, weil eben Emotionen benannt sind. Und ich habe aber ganz stark das Gefühl, dass das einfach auch für euch Männer sehr herrlich ist zu sehen, weil eine Frau, die ihre Emotionen lebt, die sich ausdrückt, die das ausdrücken kann, was in ihr alles los ist, hat ja oft auch was sehr Inspirierendes und was, wo man tatsächlich große Augen bekommt. Und euch nehmen wir Frauen ganz oft wahr als eher ja, sparsamer mit Worten. Und ich glaube, so empfinde ich es zumindest, ihr habt eine andere Art der Verarbeitung. Vielleicht braucht ihr einfach mehr Zeit und haut dann in Anführungsstrichen eher eine Essenz raus, als diese Menge an Worten, die wir Frauen oft gerne verwenden. Und eben zwischen diesem weiblichen sehr viel Worte und ich will nicht sagen Schwall, aber es kann ja auch sehr schön sein, sehr sinnlich sein, wenn eine Frau so laufen darf in dem, was sie fühlt, und diesem sehr präsenten und eher stilleren Prinzip von euch Männern, da eben die Gemeinsamkeit zu finden, das ist doch was Fantastisches. Wie kannst du als Mann das jetzt im Alltag umsetzen, dass du mehr mitteilst, was du brauchst und was dir taugt, und wie kannst du deine Süße dazu bewegen, mitzuteilen, was sie braucht? Tatsächlich höre ich nämlich sehr, sehr oft von Männern den Wunsch,
Ich würde sie so gerne verstehen und ich tue es aber nicht. Schau dir bitte auf jeden Fall das vorherige Video an, wo ich über die Frau als zyklisches Wesen spreche. Das wird dir mit Sicherheit versprochen schon unglaublich weiterhelfen. Egal übrigens, ob du eine Partnerin hast oder nicht. Es wird Frauen in deinem Leben geben und ich bin mir sicher, dieses Video wird dir helfen, uns besser zu verstehen. Das macht es dir leichter und ja, einfach dem gemeinsamen Leben ist es einfach mega zuträglich. So, deine Frau ist also zyklisch unterwegs und hat eine andere Art der Mitteilung. Und vielleicht erlebst du deine Frau auch, wenn du sie fragst, was willst du denn oder was hast du denn jetzt, dass sie sagt, ich weiß es nicht. Oder passt schon. Tatsächlich kann es sein, dass deine Süße tatsächlich in dem Moment gerade nicht weiß, was gerade in ihr los ist. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass sie es tatsächlich nicht weiß. Also bitte, sei geduldig. Kann tatsächlich sein, sie weiß es nicht. Es ist nicht gelogen, es ist die Wahrheit. Sie kann es gerade selber nicht zuordnen. Ich habe gestern mit einer anderen sehr spürigen und tollen Frau gesprochen und wir haben uns dann tatsächlich nach ein paar Minuten schlapp gelacht, weil wir jede von uns so viele Emotionen in sich hatte, die irgendwo daheim waren zwischen, das ist ja alles völliger Irrsinn und Wahnsinn und der völligen Glückseligkeit und all diese Bandbreite decken wir Frauen tatsächlich in uns ab. Also all diese Schattierungen des Lebens, die tragen wir Frauen in uns. Und die laufen durch uns durch und die sind da präsent. Und gerade in so einer herausfordernden Zeit wie jetzt, wo für alle von uns keine Handbücher parat liegen, was denn jetzt zu tun ist und wie man sich denn jetzt am besten verhält, also emotional und sozial, also fernab von den gesundheitlichen Vorgaben, sondern emotional und sozial. Laufen da noch mehr Gefühle durch uns durch. Das heißt, deine Süße hat tatsächlich most likely ganz schön viel Alarm in sich drin. Und wie gesagt, es kann wirklich gut sein, es ist nicht gelogen, wenn sie sagt, ich weiß es nicht. Und oft höre ich ja auch dieses, sie hat dann gesagt, passt schon. Und nach 3 Tagen ist sie explodiert. Warum sagt sie nicht gleich, was Sache ist? Ja, sehr legitim, sehr legitimer Ansatz. Und ich stelle das auch fest. Das ist wirklich auch ein Problem, dass wir Frauen ganz oft nicht sagen, was wir wollen. Und ich erlebe euch Männer ganz oft so, dass ihr wirklich, wenn ihr eine Frau liebt, wollt, dass diese Frau glücklich ist. Und ihr würdet alles dran setzen, damit dem so ist, dass diese Frau glücklich ist. Egal, ob das was Kleines ist oder was Großes, was sie sich von ihrem Leben erhofft. So, und jetzt ist es, stelle ich mir sehr schwierig vor, wenn dann die Frau, die du liebst, nicht sagt, was sie gerne hätte, weil du kannst ja dann nicht agieren. Und du würdest gerne was tun, das ist auch dein männliches Prinzip sozusagen, und dann ist aber deine Süße da und kriegt es nicht formuliert. Wir haben als Frauen, und das berührt mich jetzt schon tatsächlich in diesem Moment, wo ich sage, wir haben als Frauen leider, leider, leider nicht gelernt, dass es okay ist, zu sagen, was wir brauchen. In den wenigsten Fällen wurden diese Wünsche tatsächlich gefördert. In den seltensten Fällen haben wir gehört, ja, wenn du einen Wunsch hast, dann teile dich mit. Sag mir, was du brauchst. Weder in den Familien, in denen wir aufgewachsen sind, noch am Arbeitsplatz. Es ist einfach was tatsächlich, was wir nicht gelernt haben. Deswegen mache ich auch diese Arbeit, weil es einfach so wichtig und essentiell ist, dass jeder Mensch spürt, was er braucht. Und im besten Falle dann auch noch das mit seiner Umwelt teilt, was er braucht. Also mein Tipp von mir für dich ist, wenn es möglich ist, hab Verständnis. Es kann tatsächlich sein, dass auch deine Frau nicht gelernt hat, mitzuteilen, was sie sich wünscht.
Und es kann auch sehr, sehr gut sein, dass sie die Frage sehr groß wahrnimmt und du vielleicht eher denkst, was du denn jetzt brauchst, also was deine Süße jetzt braucht. Dann vielleicht kannst du es ihr leicht machen. Tipp Nummer 2, frag konkreter. Frag konkret nach, was sie jetzt braucht. Vielleicht ist deine Frau gerade in den Zeiten von Homeschooling und wie es alles heißt, sehr gefordert zu Hause. Und du hast bestimmt ja auch einen Affenstall an Sorgen und Gedanken und vielleicht auch Ängsten und hast auch einiges an Bedarf in dir drin, wenn es dir möglich ist, deine Frau zu fragen, was brauchst du denn jetzt konkret von mir? Das hilft auch schon mal. Einfach, ich merke bei mir, ich denke dann oft sehr, sehr groß. Ich denke dann teilweise schon Wochen voraus oder habe eben habe ein anderes Lineal angesetzt als Maßstab als mein Partner. Der redet vielleicht in dem Moment davon, was möchtest du denn jetzt zum Frühstück haben? Und ich denke, wie möchte ich mich übermorgen fühlen am Wochenende? Also eben auch da die Skalierung anzupassen, indem du spezifischer nachfragst. Punkt Nummer 3 ist, teil dich mit. Ich bin auch immer wieder erschrocken und echt traurig zu sehen, wie wenig ihr Männer gefragt werdet, was ihr denn eigentlich braucht. Und vielleicht hat deine Süße das noch nicht auf dem Schirm, dass das eine Frage ist, die in beiden Seiten wichtig ist, weil sie es einfach selber auch noch nicht so gelernt hat. Frag dich gerne selber jeden Tag mehrfach, was du gerade brauchst. Was ist für dich gerade wichtig, dass es dir gut geht? Und das ist ja oftmals was ganz Kleines. 5 Minuten mal Ruhe haben oder laufen im Wald oder ja, wo noch immer auch dir ist. Und wenn es dir möglich ist, teil das mit Frauen wie ich. Echte Weiber. Du weißt ja, eine Frau ist ein Weib, die sich hat. Echte Frauen, die sich schon haben und die sich schon spüren sozusagen, die sind tatsächlich sehr interessiert daran, wie es euch geht, wie es dir geht. Wir wollen, dass es uns gut geht und dass es unseren Lieben gut geht. Also gerne check in dir selber, was du brauchst und wenn es dir irgendwie möglich ist, teils mit. Die Liebe und Zuneigung zueinander ist wirklich immer eine ganz coole Ebene, auf der man sich dann treffen kann. Und um sich dort zu treffen, braucht es, gerade weil der Alltag so an uns zerrt und zuppt, oft einen Moment, damit man da erstmal wieder hinkommt. Kennst du bestimmt auch. Kommst von der Arbeit nach Hause, die Süße kommt von der Arbeit nach Hause und jeder ist voll. Also für Nähe und für Verständnis und Empathie braucht es oft einfach auch so einen kurzen Moment, dass sich wieder auf einer Ebene treffen, wo es cool ist, ja, wo es weit ist, wo man sich erinnert, ich liebe den Menschen, der da vor mir steht. Also mein nächster und auch heute letzter Tipp ist, sorg dafür, dass es einen Moment gibt, wo ihr euch wieder auf Augenhöhe treffen könnt, ne? Zwecks dieser Kommunikation. Vielleicht schaust du mal, was bei deiner Süßen so generell gut klappt, was ihr hilft, zum Beispiel aus dem Kopf rauszukommen, wenn sie sehr viel Angst hat oder wenn sie überfordert ist. Vielleicht braucht sie einfach eine Umarmung und traut sich einfach nicht zu sagen, dass sie eine braucht. Das gibt's. Vielleicht frag sie also mal in einem ruhigen Moment, was ihr denn hilft, aus so einer Spirale rauszukommen, wenn es bei ihr brennt. Ist das ein aufmunterndes Wort? Ist das eine Umarmung? Ist das, keine Ahnung, ein Schluck Tee? Oder ein Wasser oder ein Schnaps. Nein, also du weißt, was ich meine, oder? Es gibt ja für uns alle Möglichkeiten, um aus so einer engen Situation wieder rauszukommen, damit man sich eben wieder gut verstehen kann. Und mega cool, sag ihr doch bitte auch, was dir hilft, wenn es dir langt und wie du dann wieder, ja, zugänglich wirst. So, in diesem Sinne, weil Weibsein fetzt und Mannsbildsein eben auch. Alles Gute und auf bald.